Vielen Dank, Cornelia Kaminski, für die Jugendaktivierung und für das schöne Interview mit Maria Schmidt. Und jetzt kommen wir zu den Forderungen. Die Karten werden Sie hoffentlich alle in der Hand haben. Sie dürfen jetzt wieder mit abstimmen, sonst dürfen Sie auch applaudieren, jubeln oder was auch immer. Wir machen das jetzt im Akkord, damit wir doch recht pünktlich losgehen können. Erste Forderung. Wir treten ein für die Wahrung des Lebensrechts von der Zeugung an, denn jedes Kind ist gleich wertvoll. Zweite Forderung. Wir treten für ein Ende von Euthanasie und assistierten Suizid. Jeder hat das Recht auf Hilfe zum Leben. Wir treten ein für ein Ende von Präimplantationsdiagnostik und nicht invasiven pränataler Diagnostik und Bluttest. Denn Inklusion fängt vor der Geburt an. Wir treten ein für den Erhalt des Embryonenschutzgesetzes. Embryonen sind vollwertige Menschen. Wir treten ein für ein weltweites Ende der sogenannten Leihmutterschaft, denn Frauen sind keine Gebärmaschinen und Kinder sind keine Ware. Wir treten ein, und das ist ganz wichtig in der heutigen Zeit, für ethische Impfstoffe. Keine Verwendung von Zellen abgetriebenen Kinder bei der Impfstoffherstellung. Wir treten ein für das Recht schwangerer Frauen auf Hilfe, Schutz und Information. Also fordern wir keine weitere Legalisierung und keine Verharmlosung der Abtreibung. Und als letztes und als umfassendes, wir treten ein für ein klares Ja zum Leben, ein klares Nein zur Tötung. Jedes Leben zählt und ist kostbar. Liebe Freunde, herzlichen Dank für diese schöne Kundgebung, vor allem vielen Dank an unsere tollen Podiumsgäste. Wir wollen jetzt losgehen und in Frieden und Ruhe, wie immer, für das Leben auf einem Demonstrationszug marschieren. Letzte Hinweise dafür gibt Ihnen Hartmut Steeb. Ich freue mich auf unseren gemeinsamen Zug.